Ganz herzlichen Dank fürs mit Ihnen vor dem Thron Gottes, mit eurem Lob. Das ist super. Herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Vellanden, auch zu diesem besonderen Tag, wo ich als externer Gast dabei sein darf. Bin willkommen für die Kräuters, für ihre drei Kinder, für Sabine und für Michael. Ich freue mich, dass ich heute darf, an diesem Fest dabei sein darf. Ich bin Leiter von der FAG Schweiz und werde das noch bis nächstes Jahr machen und werde dann die Aufgabe weitergeben. Stellt euch mal folgende Situation vor. Sportunterricht in der Schule. Das ist so graue Vorzeiten, als ich mal in der Schule bin. Und Fußball steht an. Da hat unser Lehrer jeweils Folgendes gemacht. Er hat uns aufgestellt, so in einer Reihe. Und er hat die beiden Ronaldos, die wir hatten in der Schulklasse, hat er wählen. Ja, okay, schon nicht, aber hat er wählen und hat gesagt, jetzt dürft ihr auswählen. Dann ist das jeweils folgendermaßen gegangen. Die beiden Ronaldos haben natürlich die zuerst gewählt, die können Fußball spielen konnten. Oder bei euch würde ich jetzt vielleicht gescheiter sagen, Unihockey können spielen. Und dann, irgendwann, wenn es so ein oder zwei noch übrig geblieben ist, dann haben sie jeweils einander angeschaut. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, nimmst du ihn oder muss ich ihn nehmen? Und er war mir erwählt und beschämt gleichzeitig. Weil man genau gespürt hat, dass man zwei linke Füße hat und zum Fußballspielen einfach nicht so geeignet ist. Ich werde jetzt gerade einen Bibeltext lesen. Und der Bibeltext nimmt genau diese Situation auf, dass ganz am Anfang, gerade in diesem Bibeltext, steht, dass Gott uns erwählt. Und allen, die ich mal durch die Wahlgeschichte haben müssen, beim Fußballspielen, wissen ganz genau, wie das wirkt. Und dann denken sie, leck, wenn Gott jetzt auch ist, wie der smart Ronaldo von meiner Schulklasse. Und dann am Schluss sind sie noch übrig geblieben und er sagt, nimmst du ihn oder muss ich ihn? Nein, der meint Gott absolut nicht das damit, aber da kommen wir jetzt drauf. Ich möchte es gerne vorlesen, ich setze es da vorne auf, an der Leinwand. Aus Kolosser 3, Vers 12 bis 15, die paar Verse. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, einer dem anderen, wenn er etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. In diesem Text hier steht nicht um in Kolosser 3, Vers 12 bis 15, dass wir erwählt sind von Gott, sondern auch, dass wir zu Heiligen gemacht worden sind. Und das ist nochmal etwas obendrauf, oder? Wir sind nicht nur in Gottes Augen einfach die guten Fußballspieler, auch wenn wir nicht Fußball spielen können, dass er uns erwählt, sondern er sagt sogar, dass er uns zu Heiligen macht. Jeder ist aus Gottes Sicht seiner Liebe wert. Das ist ein unglaublicher Zusatz. Egal, wo wir herkommen, egal, wer wir sind, dass uns Gott zuspricht, ich will euch in meiner Mannschaft. Und ich schnaufe auf als nicht so smarter Fußballspieler, jemand, der lieber Fußball schaut, dass ich zu Gottes Team darf gehören und ihr auch. Wenn ihr die Einladung gehört von Gott, dann dürft ihr dazugehören, zu Gottes Mannschaft. Das Vorbemerkung zu diesem Text. Erwählt und zu Heiligen gemacht. Oder der Korintherbrief drückt es noch viel, viel stärker aus. Er sagt, das Geringste von dieser Welt, das wählt Gott.
Und jetzt kommen wir zu dem, zu den Kleidern, die hier in diesem Text beschrieben werden. Lies es nochmal, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott der Welt, der euch lieb zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr als Kind auch Kleider nachtragen von euren Cousins oder Cousinen oder von euren Geschwistern. Das ist nicht so schrecklich, sie waren meistens oder immer eigentlich gewaschen. Aber der Stil, wisst ihr, wenn der Cousin 10 Jahre älter ist, so Schläge unten bei den Hosen und er so beissige braune Rauchregenpullover. Das bringst du als Trauma das Leben lang nie mehr weg. Dass die musst du für die Schule anhaben und so weiter. Und dann kommt die grosse Frage, ja, weiss Gott in diesem Text hier davon redet, dass wir Kleider bekommen von ihm, für anzuziehen. Die grosse Frage, passen denn die Kleider? Verhält die Kleider für meinen Alltag? Passen die Kleider für meinen Geschäftsalltag? Passen die Kleider für dort, wo ich als Lehrer oder Lehrer in meiner Schulklasse tätig war? Funktioniert das überhaupt? Weil fünf Sachen werden hier aufgezählt. Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Ich hätte mir ja lieber gewünscht, Durchsetzungskraft, Mut, irgendwelche andere Sachen, weil ich weiß nicht, kommt mir gerade nicht mehr anders zu sehen. Einfach ganz andere Sachen. Und das, was die Bibel hier sagt, sind fünf Sachen, die wir im Management-Alltag, mindestens das, was ich im Management gelernt habe, die letzten 20 Jahre, nicht unbedingt zuoberst würde stehen. Und dann kommt das Gefühl, ja, ist das, was Gott gibt, nicht einfach braune Rauchragenpullover, Old Fashion, wo wir dann in der Schule ausgelacht werden. Funktioniert das für meinen Alltag? Funktioniert das als Teenie? Funktioniert das in der Uni-Hockey-Mannschaft mit diesen fünf Sachen? Ich bin tief überzeugt, dass es funktioniert. Ich werde es nach am Schluss von diesen fünf Sachen, wenn sie ausgelegt haben, noch mal ein bisschen darauf eingehen. Das Erste, was ich in der Bibel sage, ist Barmherzigkeit. Das hilft uns manchmal gut zu definieren, was das ist, wenn wir das Gegenteil nehmen. Die Bibel sagt, das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Hartherzigkeit. Also wenn wir einer Not von einem Menschen begegnen mit Gleichgültigkeit, mit stoischer Gleichgültigkeit, dass wir sagen, das geht uns gar nichts an. Barmherzigkeit und Mitgefühl entsteht aus einem Gefühl von der Zuneigung. Wenn wir uns wirklich mitleiden über das, was andere beschäftigen. Das hat in der Bibel, im Neuen Testament, dann, wo der Brief geschrieben wurde, so eine philosophische Richtung gegeben, die von den Stoikern. Und ihre grosse Eigenart hat sie ausgezeichnet, dass sie sich von nichts haben lassen bewegen, wenn sie eine Not gesehen haben, sondern genau dann gleichgültig waren. Das war ihr grosses Credo. Gleichgültig sein gegenüber der Not der Menschen. Und das hat die Leute in der Bibel eben leider auch angesteckt. Wir sehen viel Not und das kann uns anstecken. Und darum fordert uns die Bibel auf, das erste Kleid, das du anlegen sollst, ist Barmherzigkeit. Das Zweite, Freundlichkeit. Das Gegenteil in der Bibel ist gastlos. Also wenn du nicht gastfreundlich bist, das ist eigentlich das Gegenteil biblisch gesehen. Ja, mit Freundlichkeit kannst du jetzt gar nichts gewinnen. Doch, absolut. Freundlichkeit setzt sich immer durch. Ich fahre etwa 50'000 Kilometer im Jahr mit dem Zug um. Und das ist absolut fantastisch, wenn du jemanden triffst als Zugbegleiter, der einfach ausnehmend freundlich ist. Mit der Zeit kennst du ja die Zugbegleiter. Ich fahre sehr häufig Zürich-Bern oder St. Gallen-Bern oder in die Westschweiz nach Lausanne und so weiter. Mit der Zeit kennst du die Leute. Und dann gibt es einen von diesen Zugbegleitern, der war einfach so etwas von freundlich. Da ist einfach die Sonne aufgegangen. Es regnet ja viel auf diesen Strecken. Die Sonne aufgegangen, wenn er in Abteil gekommen ist. Freundlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Freundlich in der Bibel heisst aber nicht nur herzlich freundlich zu sein, sondern vor allem gastfreundlich zu sein. So wird das biblische Wort für freundlich gezeigt. Also, dass jemand, wie hat die Straße geheißen, wo du heisst?
Die Obelstraße, dort ist die Gastfreundlichkeit daheim. Einfach als Beispiel. Das Dritte, Bescheidenheit. Das Gegenteil in der Bibel ist aufblasen. Wir neigen dazu, bescheidene Menschen häufig in die Nähe von schüchternen und manchmal auch dummen Menschen herzustellen, wo wir darüber lächeln, weil wir denken, ja, der weiss es ja wahrscheinlich nicht besser, sonst wäre er nicht so bescheiden. Ich denke, dass manchmal, wenn ich wohne in der Nähe von Bern, und in Bern hat so eine Eigenart, dass Bundesrat Tram fahren. Dann siehst du es, die Frau, jetzt sind sie nicht mehr im Bundesrat, aber eine von den Bundesrätinnen, die hat nicht so weit von Bern gewohnt, da ist sie jeweils mit dem Tramli ins Bundeshaus gefahren. Das ist unglaublich ansteckend, wenn du siehst, dass deine Regierung Tramli fährt und so bescheiden ist. Sie drückt sich aus Bescheidenheit in einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Diese Gabe hilft mir, die Gaben der anderen zu sehen und sich zu freuen, wie andere etwas besser können. Und ich freue mich darauf, auch auf die Zeit, die ihr habt mit eurem neuen Pastor. Es ist eben die da, dass man ihn vergleicht mit dem Pastor, der vorher da war. Und das ist es gut, bescheiden zu sein im Sinne von, er hat diese Gabe bekommen, der vorherige Pastor hat diese Gabe gehabt. Es hat nicht so grossen Wert, das miteinander zu vergleichen. Der vierte Punkt ist Sanftmut. Das Gegenteil ist Zorn. Das ist ja spannend im Alten Testament. Der sanftmütige Schmäh im Alten Testament, der Mose, der so genannt wird, ist gleichzeitig auch einer gewesen, der zornig war. Also das ist der gewesen, der mit dem Stecken einen Felsen geklopft hat vor Verrückten über sein Volk. Und er hat gesagt, jetzt schaue ich, dass Wasser rauskommt. Es ist wirklich so. Sanftmut heisst, ich stelle meinen Zorn, meine Impulsivität zurück und verlasse mich darauf, dass Gott Gerechtigkeit spricht. So würde ich Sanftmut beschreiben. Also ein ganzes bewusstes Zurückstehen von den eigenen Emotionen, von den eigenen Gefühlen, von dem eigenen Ausrasten und sagen, ich vertraue auf Gottes Gerechtigkeit und auf Gottes Zorn. Das fünfte, Geduld. Da ist klar, das Gegenteil ist Ungeduld. Es hat mal jemand gesagt, es braucht 3 Monate, dass ein Kürbiskopf wächst und 20 Jahre, bis ein Eiche gewachsen ist. Ein anderes Wort für Geduld ist Stehvermögen, also dass man auch im harten Wind mal bleiben stehen. Geduld ist ein Wort aus der Pflanzensprache, mindestens so, wie es von der Bibel her gebraucht, und meint auch im harten Boden unter ungünstigen Bedingungen gut können zu wachsen. Das heisst Geduld. Jetzt aber die Frage, für haben die 5 Werte? Ja, vor einiger Zeit oder schon vor längerer Zeit immer wieder Tom Peters gelesen. Der Tom Peters ist einer, der ganz viele Leitungspersonen aus den USA beeinflusst hat. Er ist an mehreren Orten in den USA, Universitäten tätig, ist in der Schweiz auch schon gesehen mit Vorträgen. Er hat ganz viele Leitungspersonen beeinflusst. Und er ist gefragt worden, sag mal, was sind deine 3 grossen Management-Tools oder Haltungen, die du weitergibst, die Leute, die du ausbildest. Und er hat Folgendes gesagt, der erste wichtige Punkt ist Bescheidenheit. Du stehst immer auf den Schultern von deiner vorderen Generation. Du, auch wenn du brillant bist, hängst immer von anderen ab. Der erste, wichtigste Grundsatz für Manager ist Bescheidenheit. Der zweite ist Tempo. Jetzt hat er das Gefühl, ja, Gas geben natürlich, aber er meint nicht damit, sondern er meint damit, ein Tempo zu finden, das dich selber nicht überfordert und die anderen nicht überfordert. Und wieder, dieser Wert ist ganz nahe bei den 5 Werten, die wir vorhin gelesen haben, dass man darauf achtet, dass man mit seinem Tempo die anderen nicht überfordert. Und das Dritte, kämpfe jeden Tag gegen die Isolation. Irgendwann wirst du in einer Situation sein, wo dir niemand mehr sagt, dass du Fehler machst. Und darum kämpf jeden Tag gegen die Isolation in deinem nächsten Umfeld oder in dem Umfeld, wo du leitest. Wieder, es ist sehr nahe bei diesen 5 Sachen, die wir gesagt haben.
ja, was macht man jetzt mit diesen 5 Sachen, wenn es dir nicht so gelingt, die Kleider anzulegen? Ich war mal bei einem Gemeindejubiläum gewesen. Und habe noch, jetzt habe ich extra ein Hemd an mit blauen Punkten. Ich hatte damals ein Hemd an, das schön weiss war. Und dann hat Spaghetti Bolognese zum Mittagessen. Und das war sehr weit im Osten. Und ich musste sehr weit heimfahren. So mit einem rot gesprenkelten Hemd. Nach dem Spaghetti Bolognese essen. Es gelingt uns nicht immer, sanftmütig zu sein. Es gelingt uns nicht immer, bescheiden zu sein. Es gelingt uns nicht immer, all die 5 Sachen, die ich vorher gesagt habe, umzusetzen. Und dann laufen wir rum, Bolognese gesprenkelt. So. Und ihr wisst auch das Gefühl, was das auslöst. Vor allem, wenn er noch lange heimfahren muss und aufs Hemdli schauen muss, auch wenn die freundlich sind und ihr nichts anmerken lassen, müssen sie genau, was gegessen hast. Darum ist es wichtig, dass hier der Zusatz auch noch drin steht. Der von der Vergebung. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Das heisst nach den 5 Kleidern. Der Michi Grüter als neuer Pastor wird jeden Tag wieder neu die 5 Kleider anziehen für seinen Dienst als Pastor. Und gleich wird es ihm nicht gern gelingen, bescheiden, sanftmütig und so weiter zu sein. Und genauso wie das uns in unserem Alltag nicht gelingt, gelingt es auch dem Pastor nicht. Und darum brauchen wir die zugesprochene Vergebung, die wir einander geben. Wir leben heute in einer gnadenlosen Gesellschaft. In einer absolut gnadenlosen Gesellschaft, wo die Leute beschämt werden, wenn sie einen Fehler machen. Wo die Leute häufig mit einem angesprenkelten Hemd rumlaufen müssen und man auf sie zeigt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und darum ist es wichtig, dass wir als christliche Gemeinde den Wert Vergebung wirklich praktizieren und das einander zusprechen und das miteinander machen. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Liebet einander. Also der nächste Punkt wird nicht so lange gehen wie der erste Punkt. Einfach, bin auch schon wieder irgendwann fertig. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Band hat den Vers vorher in einem Lied geschrieben, was sie gesungen, was sie von dem Band gesungen haben, wo wir untereinander haben, aber auch von Gott her haben. Das Band, das geknüpft ist. Überall die guten Eigenschaften, die wir vorhin gehört haben, die 5, wirft jetzt Gott seinen Umhang drum. Oder sein Band, je nach Übersetzung kann es beides heissen. Also es kann heissen, er deckt seinen Umhang ringsherum noch oder er haltet die 5 Sachen mit seinem Band zusammen. Das ist spannend, weil wir häufig den Eindruck haben, dass Freiheit dort entsteht, wo wir bindungslos sind. Dort entsteht, wo wir von allem losgelöst sind. Und die Bibel hat ein anderes Konzept von Freiheit. Sie sagt, Freiheit ist dort, wo wir uns an Gott binden. Jetzt wirkt das wie ein Widerspruch. Wie kann man frei sein, wenn man sich an etwas bindet? Und das ist ganz entscheidend, an was wir uns binden. Weil Gott, der Gott von der Freiheit, der Gott von der Schöpfung, der Gott vom Zuspruch, der Gott ist von der Gnade und von der Freiheit. Darum ist nur bei ihm Freiheit zu finden. Darum ist das, was hier beschrieben wird, das Band, das wir mit Jesus überkommen, das wir mit Gott überkommen, führt schlussendlich in die Freiheit. Auch wenn man den ersten Eindruck überkommt, ja, wenn mich etwas bindet, dann bin ich nicht gebunden. Das ist aber nicht so, weil Gott der Gott von der Freiheit ist und dort auch Freiheit schenkt. Er ist der, der uns als Gemeinde oder euch als Gemeinde auch der Bräutigam ist und mir Brut. Jetzt ist das ein besonderes Bild, das vor allem aus der Hochzeitssprache sehr bekannt ist. Ich möchte das gerne illustrieren, dass Gott, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir als Gemeinde seine Brut. Mit einem Beispiel von einem Ehepaar, das ist, glaube ich, schon wieder 10 Jahre her, das ich getraut habe vor 10 Jahren. Und zwar ist das die besondere Situation gewesen. Als Pastor hast du ja gewisse Privilegien. Das erste Privileg ist, du darfst zuvorderst hocken und du hockst meistens so, dass das Brutpaar direkt vor dir siehst. Und bei ihnen war es so, dass der Bräutigam da gesessen ist und die Brut später hat so reinkommen.
Und er ist der gehockt. Dann gestanden. Dann hat die Glocke angefangen, um 13:30 Uhr, glaube ich, gesehen. Und ich habe vergessen abzumachen mit der Sigristin, wenn sie wieder so aufhören mit Glockenläuten. Oder sie hat mir das Zeichen gesagt, ich weiss, auf jeden Fall hat sie in ihrer Inbrunst die Glocken läuten. Und es ist 13:30 Uhr geworden, 13:30 Uhr, und die Glocke hat wieder geläutet. Und ich sehe den Bräutigam, wie er langsam die Farbe verlor im Gesicht. Und schlimm. Dann irgendwann hat doch die Sigristin ein Erbarmen mit uns und hat die Glocke aufgehört zu läuten. Dann hat irgendeine Musik angefangen zu spielen und er die Tür aufgegangen. Und dann ist die Brut reingekommen. Und er, eben das Privileg, wenn du vorderst hockst, dann habe ich den Bräutigam angeschaut. Und das ist einfach absolut unbeschreiblich, dem sein Gesicht. Die Farbe ist zurückgekehrt, Freude, wow, das ist meine zukünftige Frau und so weiter. Einfach alles Glück von der Welt. Und in dem Moment denke ich, genau so ist Gott, der wartet auf uns als Gemeinde. Es läutet auch schon 2000 Jahre. Bis er wieder kommt. Es ist schon weit über 2000 Jahre. Ich habe schon lange den Eindruck gehabt, es wäre mal Zeit, wenn man die Welt anschaut, dass Jesus wieder kommt. Aber der kommt nicht. Da läutet immer noch Glocken. Und gleich wartet der Gott auf uns als Gemeinde. Im Epheserbrief heisst es, er schaue die Brut an, ohne Runzeln, ohne Alterserscheinung. Das ist sein Bild, wie er gemeint sieht. Das Band von der Liebe hat er geknüpft mit euch als Gemeinde. Dass er euch sieht als ohne Runzeln, als ohne Alterserscheinungen, als Brut, die er liebt. Wie der junge Bräutigam, der so lange musste warten, bis seine Frau reinkam. So wartet er auf uns als Gemeinde. Diese Bestimmung gibt er uns als Gemeinde. Das Band von der Liebe. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Vers 15. Dort heisst: Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Jetzt muss ich noch, werde ich kurz noch politisch. Jetzt die Regierungsfrage. Wir Schweizer sind Spezialisten auf Demokratie. Das heisst, wir haben den Eindruck, wir seien die Regierung selber. Das Volk sei souverän. Das Volk sei die bestimmen. Und jetzt heisst es aber hier, wird eine Regierungsfrage gestellt an uns Christen. Wer regiert euer Herz? Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Es geht in der Bibel immer um die Regierungsfrage. Wer bestimmt dein Herz? Welchen Götz bettest du an? Wem hast du dein Herz geschenkt? Wem hast du dein Herz geöffnet? Wer bestimmt dein Herz? Lass mich das in einem Beispiel sagen. Ich habe vor gut 2,5 Monaten eine Medienmitteilung herausgegeben. Ich arbeite neben der FG noch für den Freikirchenverband. Und da haben wir eine Medienmitteilung herausgegeben, Freikirchen entwickeln sich gegen den Trend. Und in der Medienmitteilung ist gestanden, dass ungefähr ein Drittel der Freikirchen stark wächst, ein Drittel bleibt ungefähr auf dem gleichen Stand und ein Drittel verliert Leute. Anders als in der Landeskirche, wir haben das mit dem Bundesamt für Statistik so eruiert und so weiter und haben das dann breit herausgegeben. Und das ist dann gross aufgenommen worden in verschiedenen Pressen. Und dann ist die NZZ auch gekommen und hat das aufnehmen und hat dann noch 2-3 Fragen gehabt, an mich zu dieser Frage, wegen, warum sich die Freikirche gegen Trend entwickelt. Und meine Antwort sie war absolut nicht das Gescheiteste, gewesen, was die Welt gesehen hat bis jetzt. Das ist auf einer Zugfahrt passiert, habe ich das Interview gegeben, was nie durfte ich machen, was ich einfach wüsste. Aber ich habe es gleich gemacht, weil ich so im Stress drin war, gewusst habe, ich muss zum nächsten Termin. Und dann ist der Zug mit dem Interview vorbei und so weiter. Und die Antworten waren nicht gut gewesen. Wirklich nicht. Und dann hat mir Jesus die Regierungsfrage gestellt. Wem hast du jetzt gefallen mit der Antwort? Und dann kommt die Beschämung dann noch von den Christen dazu.
Einer von meinen Kritikern hat mir geschrieben, ein solcher Fehler darf dir nie passieren. Und dann wusste ich, ja, das stimmt, ja, klar. Und dann ist die Frage, wem schenkst du jetzt dein Herz? Der Beschämung, dem verletzten Stolz, ich wollte es doch nur recht machen, was auch immer. Und dann hat mir Jesus gesagt, wem hast du wollen ehren? Mich oder die Freikirchen oder dich selber? Und das ist immer die Frage, die uns Jesus stellt. Wer regiert dein Herz? Wenn wir Fehler machen, Spaghetti auf unserem Hemdli haben, Spaghetti-Sauce, dann können wir ganz gerne der Angst und der Beschämung und dem Versagen den Platz von Jesus in unserem Herz geben. Brauchen wir aber nicht. Jesus hat uns vergeben. Und dann dürfen wir sagen, Jesus, blöd gelaufen, dumm gesehen, ich habe Anger auf meinen Thron gestellt in meinem Herz. Danke, vergisst du mir. Und dann brauchen wir dieser Beschämung nicht Platz zu geben in unserem Leben. Und das Gleiche gilt für den Stolz. Wenn wir den Eindruck haben, boah, das ist wieder der Siebensieg, der das geantwortet hat. Nein, hat er nicht. Es ist Jesus, der auf dem Platz ist. Und das ist die Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte, am Schluss von der Predigt. Wer regiert dein Herz? Hier in dem Text heisst, der Friede, so wie es von Christus kommt, der soll euer Herz regieren. Und dann geht es uns am besten, weil wir nach dieser furchtbaren Beschämung nicht mehr brauchen, Platz zu geben. Auf der anderen Seite dem Stolz, der Hartherzigkeit, der Unbarmherzigkeit und so weiter, all diesen Gegenteil von diesen fünf Kleidern, die wir am Anfang angeschaut haben, nicht müssen Platz geben. Sondern dürfen wir wissen, der Schöpfer der Welt sitzt auf dem Thron von meinem Leben. Was kann es Besseres geben? Das wünsche ich euch. Jeden Tag wieder neu. Dort, wo dir vielleicht ein bisschen weniger als ich mit einem rotgesprenkelten Hemd rumlaufen, dass wir dürfen wissen, er ist da, der uns reinigt. Ich würde gerne beten und er darf ich beten. Gute Bete. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass wir mit dir zusammen so fantastische Kleider dürfen anlegen. Wie Bescheidenheit, wie Sanftmut, wie gastfreundlich zu sein. Danke dafür. Und ich möchte bitten für die, die genau merken, dass es Punkte gibt, wo andere auf der Regierungsbank hocken in ihrem Herz, dass sie wirklich dürfen, die dorthin stellen. Und ich möchte bitten für die, die durch ihr Leben, durch ihr Tun beschämt worden sind, weil sie den Anspruch vom Wort Gottes nicht können gerecht werden. Und dann möchte ich dich bitten um deine Vergebung. Und ich möchte dir danken, dass du so gerne einziehst in unser Leben. Und das Beste, was uns überhaupt passieren kann, dass du die Regierungsbank in unserem Herz besetzt. Danke dafür, Jesus. Amen.